Das ist ganz interessant, diese Vorstellung bei manchen Leuten. Ich war einmal bei jemandem zu Besuch zu Hause. Es war in Ägypten, ein Ägypter. Und wir haben uns ein bisschen über den Iman unterhalten. Und er sagte so, wenn die Menschen im Flugzeug sitzen und das Flugzeug durch gewisse Turbulenzen fährt oder in Gefahr schwebt, glauben sie alle an Allah Ta'ala. Das muss natürlich nicht ganz falsch sein, was er sagt, aber es könnte. Denn viele Menschen denken und haben die Vorstellung, dass der Glaube an Allah Ta'ala tatsächlich bedeutet, nur an seine Existenz zu glauben. Das ist aber nicht der Fall und das siehst du im Koran immer wieder. Das siehst du im Koran sehr oft. Zum Beispiel in den allerhöchsten Formen des Unglaubens. Die allerhöchsten Formen des Unglaubens, die ist folgende. Ein Prophet steht vor dir, er spricht dich an, er fordert dich zu etwas auf und du sprichst zurück mit Verleugnung, Nicht-Akzeptanz, ja, Einwenden. Das ist die allerhöchste Form des Kufr, die man leben kann. Aber genau in diesem Kontext sehen wir, dass der Koran von einem Glauben an Allah spricht. Diese Leute selbst sagen das. Als Allah Ta'ala berichtet über das Volk von Ad, als sie angesprochen wurden von ihrem Propheten, was sagten sie? قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. Wenn unser Herr wollte, also sie akzeptieren, dass es dein Herr und mein Herr oder unser Herr ist, der ist ein und derselbe. Wenn er wollte, hätte er Engel herabgesandt. Also er müsste nicht dich unter uns auswählen, dich Menschen. Wenn er uns eine Botschaft hinzukommen lassen wollte, hätte er einen Engel ausgesandt. Also im Kontext des Kufr, in der Ablehnung der prophetischen Botschaft, sprechen sie über ihren Iman an Allah Ta'ala.